Hier präsentieren wir die 5 besten Einbau-Kühlschränke-Test. Lasst uns mit der Liste beginnen. Beginn unserer Liste unter Nummer 5. Der Gorenje RBI 4092 AF Einbau-Kühlschrank ist ein relativ großes, energieeffizientes Kühlgerät mit Gefrierteil. Wer viel Wert auf umweltfreundlichen und portemonnaiefreundlichen Energieverbrauch legt, liegt mit der Wahl dieses Produktes genau richtig. Die Kategorie A++ bescheinigt die bestmögliche Energieeffizienz. Der Gorenje RBI 4092 AF wird mit einer Höhe von 87,5 cm der Größenkategorie 1 zugeordnet, die die eher niedrigeren Einbaukühlschränke beschreibt. Da dieses Gerät sogar über ein Gefrierteil verfügt, wirkt sich auf den Kühlstauraum aus. Dieser ist im Vergleich zu anderen kleinen Geräten ohne Gefrierteil im Nachteil, was den Stauraum angeht. Bei Nummer 4, für einen kleinen Haushalt, der über nicht mehr als einer oder vielleicht auch zwei Personen verfügt, ist ein kompaktes Gerät, welches umweltschonend und effizient arbeitet, von Wichtigkeit. Der Beko B1802F Einbaukühlschrank entspricht genau diesen Anforderungen. Dieses Gerät kann der Größenkategorie 1 zugeordnet werden und gehört damit zu den Einbaukühlschränken mit den kleinsten Höhenmassen. Im Vergleich zu anderen Geräten mit Gefrierteil verfügt der Gorenje 4092 über viel Stauraum. Im Vergleich zu anderen Geräten höherer Größenkategorien, die ebenfalls nicht mit einem Gefrierteil ausgestattet sind, jedoch eher über weniger. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Die Hälfte unserer Liste auf Platz 3, der Siemens IQ100K18RV60, ist ein großes, energieeffizientes Kühlgerät ohne Gefrierfach. Es sticht neben der Energieklasse A++ durch einen leisen Betrieb und angemessene Aufteilung der Ablagen und Fächer, sowie einer angenehmen Beleuchtung heraus und einem immensen Kühlvolumen heraus. Dieses Gerät kann der Größenkategorie 1 zugeordnet werden und gehört damit zu den Einbaukühlschränken mit den kleinsten Höhenmassen. Im Vergleich zu anderen Geräten mit Gefrierteil verfügt der Siemens IQ100K18RV60 über viel Stauraum. Im Vergleich zu anderen Geräten höherer Größenkategorien, die ebenfalls nicht mit einem Gefrierteil ausgestattet sind, jedoch eher über weniger. Kurz vor unserer Liste auf Platz 2. Der Gorenje 4092 AW Einbaukühlschrank ist ein energieeffizientes Kühlgerät ohne Gefrierfach. Es sticht neben der Energieklasse A++ durch einen leisen Betrieb und angemessene Aufteilung der Ablagen und Fächer heraus und bietet so genügend Stauraum für einen 2-3-Personen-Haushalt. Im Vergleich zu anderen Geräten mit Gefrierteil verfügt der Gorenje 4092 über viel Stauraum. Im Vergleich zu anderen Geräten höherer Größenkategorien, die ebenfalls nicht mit einem Gefrierteil ausgestattet sind, jedoch eher über weniger. Und kommen in eins unserer Liste. Der Siemens KI42LAT40 IQ500 Einbaukühlschrank ist ein relativ großes, energieeffizientes Kühlgerät mit Gefrierteil. Wer viel Wert auf umweltfreundlichen und portemonnaiefreundlichen Energieverbrauch legt, liegt mit diesem Gerät goldrichtig. Dieses Gerät kann der Größenkategorie 2 zugeordnet werden und gehört damit zu den Einbaukühlschränken mit Höhenmaßen von bis zu 123 cm. Durch das integrierte Gefrierfach teilt sich der Innenraum auf und für normale Lebensmittel sowie für Tiefkühlfrost ist ausreichend Stauraum da. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke, dass Sie unser Video. Für mehr Aktualisierung, abonniere unseren Kanal.